Jo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Minecraft Server. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wo ich die Foldierrüstung habe und die Dia-Tools. Ja, also Offcam, da bin ich den zwei anderen Spielern, die hier noch auf dem Server sind, begegnet. Und die haben mich dann gefragt, ob ich schon Foldier habe. Und dann haben sie mir einfach Foldier geschenkt. Alles außer die Schaufel, aber Schaufel ist ja eh egal, kann man sie schnell wiederherstellen. Spinne, hör auf, so schlecht gelaunt zu sein. Ja, und ich habe einen neuen Brüder gebaut. Die Villager wurden aber umgebracht. Und der bringt mir auch nichts. Also, ja. Ich baue jetzt einfach da hinten irgendwann in der Trading Hall. Einfach mal eine kleine Abzweigung, wo unten die ganzen Betten stehen, zwei Villager sind. Und da funktioniert es wenigstens, dass die Kinder bekommen. Und es ist einfacher, die dann da reinzubekommen. Ja, aber heute habe ich eigentlich vor, zumindest mal einen Ort für eine Creeper-Farm zu finden. Weil irgendwann haben wir den Enderdrachen besiegt und dann haben wir Lüdran. Und dann können. Und ja, dann muss ich nicht, wenn wir die Lüdras haben, Dingens bauen. Eine Creeper-Farm. Ja, dann suchen wir heute einfach mal. Schon mal den geeigneten Ort, wo wir die hinbauen können. Also halt irgendwo überm Ozean. Das Boot kommt mit. Weil ist ja eigentlich eh meins. Und als ich offcam war, habe ich die kurz ausspioniert. Die zwei anderen bin in ihre Basis, in den ihre Basis eingedrungen, hab mich da umgeschaut, gab aber nichts zum Stehlen. Ja, und die haben mir noch ein Feld über ihre Basis geschenkt. Kann ich euch ja jetzt zeigen, wenn wir da vorbeifahren. Wo wir wahrscheinlich eh vorbeikommen. Mann, wie weit oben meine Basis ist. Unsere. Ja. Und ich habe so ein Problem mit dem Aufnahmeprogramm und das andere, also das Optifine und sowas läuft. Das ist nicht da. Also es funktioniert nicht. Sonst hätte ich nämlich das auch aufgenommen, aber OBS wollte nicht aufnehmen. Und ja, da oben ist mein geschenktes Feld, was ich nie benutzen werde. Außer dass ich kurz mal Kürbisse anbauen werde. Für die Creeper Farm, weil da braucht man Schneegolems. Oder Eisengolems, aber Schneegolems gibt es schneller. Also das Endportal war letztes Mal auch noch da. Also auch wenn man denkt, dass was weg ist, die bauen immer weiter ab oder ändern es. So, wir suchen jetzt nach einem tiefen Ozean. Biom, kalter Ozean. Wir brauchen einen tiefen Ozean, keinen kalten. Der hoffentlich nahe da ist, dass wir uns nicht wieder verlaufen. Oder verfahren. Warum regnet es denn jetzt? Immer noch ein kalter Ozean. Ist ja gar nicht so weit weg. Fahren wir mal in die andere Richtung, wieder zurück. Dann verlaufen wir uns auch nicht so schnell. Alter Ozean. Aber am besten ist ein tiefer Ozean. Also laut dem Video, wo ich mir angeschaut habe. Wo bin ich jetzt nach Hause? Also Schiffsfahrt, ich glaube da drüben war es zu Hause. Ja, das ist fatal. Gut, beim Schiffswrack links. Wäre ja auch zu einfach gewesen, das einfach vor unserer Basis, also vor dem Dorf, ein tiefer Ozean ist. Nein. Natürlich nicht.
Also wir können ja heute zumindest mal, also falls wir in tiefen Ozean finden, zumindest den ersten Layer aufbauen. Wenn wir was finden. Immer noch kalter Ozean. Da, das sieht aus wie ein tiefer Ozean, wo wir jetzt hinkommen. Komm, da ist nicht mal das Kelb hochgewachsen. Also, es muss doch ein tiefer Ozean sein. Jetzt sind wir wieder hier bei den komischen. Bei den komischen Bergen. Ich taufe euch Berge auf die komischen Berge. Also ich glaube, normaler Ozean ist auch, also der kalte Ozean hier ist auch in Ordnung. Aber am besten ist der tiefe Ozean. Aber muss ja auch nicht extrem viel produzieren. Reicht ja auch jetzt nicht so viel. Hauptsache ein bisschen. Ja, drehen wir wieder um und bauen uns vor der Basis. Jetzt sind wir schon in den Fluss. Der Berg sieht auch cool aus. Naja. Dann in dem Nachfolger von Server und dem und Minecraft Let's Play werden wir uns wahrscheinlich oder hoffentlich in den Kirschblütenwald aufbauen. Weil da ist schön, ja. Und ich habe schon das Modpack so etwas zusammengestellt. Auch weil da können ja immer noch ein paar mehr. Hat guten Mods dazukommen. Also so ein paar Stichworte, also schon mal so ein paar Mods kann ich ja sagen. Also. Die Create Mod und Alex Mobs Mod ist auf jeden Fall drauf. Also wir werden sehr viele große Farmen bauen. Und lange Strecken. Und das Projekt wird eher so Zukunft angelehnt sein. Also so, dass es halt in der Zukunft spielt. Bin ich denn jetzt? Ach, da hinten ist das Portal, ja. Dann ernenne ich diesen kalten Ozean, diesen kalten Ozean. Falscher Knopf. Dann ernenne ich diesen Ort hiermit zum Ort, wo wir die Creeper Farm bauen werden. Weil ist ja auch tief. Komm, platziere. Nein. Ja, braucht Luft. Hallo, dummes Boot. Das Boot wollte mich umbringen. Warum regnet es hier? Ist ja wie im echten Leben. Es dauer regnet. Okay, warum ist da jetzt ein Schein? So. Dann, wie viel Fläche, wie weit oben müsste es sein, ich glaube. 2. Okay, wir machen es. Der hat es in dem Video auch nicht viel höher gemacht. Also machen wir es einfach 2. Dann machen wir hier so einen Anlegepunkt. So einen etwas größeren. So. Ja, dann schaue ich mal kurz nach, wie die gebaut werden muss. Ebenso, also wir machen eine Planänderung, weil erstens sind so Creeper Farmen sehr teuer und wir brauchen dafür etwas viel Eisen. Und da wir ja nicht so viel Eisen haben, würde ich sagen, wir entführen wieder ein paar Dorfbewohner und bauen denen ein schöneres Zuhause. Na gut, so schön wird es jetzt auch wieder nicht.
Wir bauen halt einen besseren Breeder als den, wo wir haben. Also ich würde es jetzt sehr schön finden, wenn bei unserer Basis ein Zombie-Dorfbewohner ist. Weil den kriegen wir schnell und einfach da weg. Ist dann komplett golden. Ja, es ist ein komplett goldenes Skelett. Es ist ein komplett goldenes Skelett. Ach du Scheiße. Ein komplett goldenes Skelett, darauf habe ich keinen Bock. Also es wäre jetzt einfacher, den auf Zombie-Doktor zu machen, aber ich habe ja auch kein Gold. Und überhaupt erstmal eine Goldfarm zu bauen, darauf habe ich jetzt auch erstmal keinen Bock. Wir gehen erstmal zurück nach Hause und versuchen, eine Creeper-Farm, eine kleine Dorfbewohner-Building Station zu bauen. Ohne irgendwie Redstone und sowas, sondern einfach Betten, zwei Dorfbewohner und den Essen zu schmeißen. Fertig. Und das wird jetzt hoffentlich auch einfacher. Und sobald ich dann drei Dorfbewohner habe, lasse ich den einen dann einfach. Entführe ich einen auf dem Feld, der eine, dann wird der zum Farmer, schmeißt den beiden immer Essen zu. Ja. So wird es hoffentlich schneller gehen. Hallo? Doch weg. Dummer Stein. Dich werde ich zwar irgendwann noch für die Reaper-Farm dann brauchen, aber jetzt noch nicht. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg, Dorfbewohner stehlen und ja, dann sehen wir uns wie. Ach nee. Ich baue zuerst den Ra. Nicht untergehen, dummes Boot. Mann. So, dann bauen wir zuerst den Raum. Also er wird auch nicht der schönste sein. Es wird einfach nur ein Steinraum, wo die dann drin leben werden. Die Kinder bekommen und den. Und dann entführe ich immer mal wieder ein paar. Und ja. Den baue ich einfach hinten in den Trading Hall rein, weil. Ach so, und wir brauchen noch Schmelzöfen, weil. Grobschmied ist es wohl doch nicht. Das ist Waffenschmied. Und der Rüstungsschmied ist beim Schmelzofen. Wie baut man einen Schmelzofen? Okay, ich brauche keinen Räucherofen, ich brauche einen Schmelzofen. Ein Schmelzofen. Nein, Schmelzofen, Mann. Öfen. Brauche ich dafür Eisen oder was braucht man für einen Schmelzofen? Das ist eh. Wie baut man eine? Okay, der ist sehr teuer, aber da es ja auch für unseren Nachbar gut sein wird, kann der uns ja ruhig mal ein bisschen Eisen leihen, bis wir die Eisenfarm haben. Weil wir können ja auch. Was ist denn hier los? Hallo? So wie das hier designt ist, kommt man hier nicht raus. Also sein Design ist schrecklich. Ein Eisenblock reicht. Eigentlich würde auch das Eisen da reichen, aber ja, nee. Glatter Stein hat er hier nicht. Nee, muss ich mir selber machen, okay. Water MLG. Ich muss da unten nicht mal aufräumen. Ach komm, das ist nie, that's never happened. Der Typ mit Full Deer verkackten Water MLG.
So, meine Hose hätte ich gerne wieder. Meine Hose, ach komm. Hose. Mit Eisen. Fliegt hier noch irgendwo was? Sag ich doch, ich sollte hier unten echt mal aufräumen. Zwei, drei, vier. Du warst vier. Du warst fünf und du warst sechs. Wasser einmal essen. Aber naja, jetzt können wir den Schmelzofen bauen. Können wir nicht. Wir müssen erstmal glatten Stein machen. Er kriegt das Eisen. Das war knapp. Er kriegt das Eisen und sowas ja auch irgendwann mal zurück. Wenn ich eine Eisenfarm habe. Da kann er sich ja auch bedienen. Ja, ich glaube, die Dorfbewohner hole ich dann auch gern da rein. Und damit sie dann können wir nächste Folge gleich mal mit der, wo will ich hin? Dann können wir nächste Folge gleich mit dem Dingens da anfangen. Habt ihr den Namen vergessen? Mit dem Feld. So, wie viel brauche ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, reicht nicht für einen Block, also behalte ich gleich alles. Passt die Schaft. Für glatten Stein muss da, glaube ich, nochmal durchgebraten werden. Ist es jetzt Clean Clean Stone? Oder also auf Englisch. Weil Bruchstein ist hier Cobblestone, der normale ist Clean Stone und was ist dann der? Der glatte Stein ist dann Clean Clean Stone. Hört sich zwar ein bisschen komisch an, wenn man sowas sagt, Clean Clean Stone. Naja. Und so, Schmelzofen. Ofen, Stein, Eisen, Schmelzofen. So. Der kommt jetzt da unten anstatt einer Dingens hin. Und dann bauen wir einfach mal einen kleinen Gang da hinten noch ab. Oder nee, wir machen noch eine Plusstation. Und bauen dann einfach auf der anderen Seite den Gang weg, wo es dann in den Breeding-Raum geht. Also, müssen wir nochmal zwei nach hinten, drei nach hinten? Oder nee, wir machen nur zwei. Ich hätte mir Fackeln machen sollen. Kann ich doch. Hab keine Stücke. Egal. Brauchen wir nicht. So. Und da geht's dann runter. Der Schmelzofen kommt dahin. Und dann geht's hier jetzt mal runter. Ich natürlich auch so, da ist hier die Kohlequelle. Ja, hier reicht. Dann kommt hier ein Zauntor hin, da unten ein Zauntor. Dann kommen die nicht hoch. Ja. Also nicht mal mehr Holz habe ich. Musste jetzt kurz nochmal neues holen. Ach so, Mittag bekommst. Wer bist du denn jetzt? Oh, eine Kartoffel. So kann man also auch Kartoffeln bekommen. Ich brauche eine Zauntor. Lass mich raten, dafür braucht man zwei. Mann! Ich nehme die Eiche da drüben. Braucht doch eh keiner. Und fällt doch eh nicht auf, wenn das jetzt die einzig andere ist.
Also ein sich anderes Ding, hat den Namen vergessen. Boah. So. Mein ganzes Inventar ist schon wieder vollgemüllt. Ein Zaubertor, bitte. Ich meine zwei. Weil eins für oben und eins für unten. Das eine kommt hier hin. Ich sollte vielleicht auch mit der Spitzhacke abbauen. Und das andere hier hin. So, dann noch 5 hier rüber. Dann haben wir hier unten noch irgendwann mal einen Eisenkohle. Die wir hier drüber machen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir noch 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir noch 3 darüber. Sollen jetzt wieder 5 dahin, glaube ich. Ich baue 2 wieder rüber. So, dann ist es wenigstens schön. Verdammt. Dann kommen hier unten die ganzen Betten hin. Dann muss ich nur noch ein paar Schafe scheren. Für ein paar mehr Betten für die Leute dann. Und dann haben wir ja schon unsere Dorfbewohnerzucht. Und bald auch die erste Eisenbahn. Und dann können wir anfangen zu expandieren. Also auch noch auf andere Farmen umzusteigen. Ja, wie ich die Decke abbaue, wollt ihr bestimmt nicht sehen. Ja, also diese Dierspitzhacke hält auch kaum was aus. So, dann brauche ich jetzt die Betten. Ich brauche immer noch einen Mülleimer, wo ich Sachen reinschmeißen kann. Aber naja. Also, wenn wir die Creeper-Farm bauen, haben wir wahrscheinlich genug Stein, um das Ganze zu bauen. Die Kohle kann bald ich mal fahren. Ach, mein Schild. Stimmt. Kann ich auch wieder mal benutzen. Die Wolle nehme ich mal mit für mehr Betten. Die Gold kann da auch noch rein. Den Steg. Die Knochen. Die Armbrust, die ich bekommen habe. Ja. So. Oh, so. Jetzt noch die Betten hier. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann müssen wir nächste Folge nur noch den Dingens bauen. Hab den Namen vergessen. Die Farm. Und dann haben wir es geschafft. Dann produzieren wir von alleine Dorfbewohner. Boah, die perfekte Reihe. Ja. 5, 6, 7. So. Ja. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Lasst ein Like und ein Abo da. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.